dieses Mal einen anderen Aspekt mit ins Spiel zu bringen, haben wir hier den Startpunkt Bockenheimer Warte gewählt, um von hier aus dann an drei verschiedenen Konsulaten vorbeizugehen, damit nicht nur unsere Bundesregierung eine Erinnerung bekommt oder eine Bitte, doch endlich dagegen zu stimmen, sondern dass wir auch die anderen, nämlich die Schweden, die Tschechen und die Briten aufrufen mit uns gegen, ja, ich weiß, die Briten sind nicht mehr lange dabei, aber trotzdem. Oder vielleicht doch, wir wissen es ja noch nicht. Okay, also, die erste Rede wird Kevin halten. Kevin ist ein Betroffener und ja, sehr engagiert und möchte euch seine Gedanken mitteilen. Ja, also, das? Ah, noch schöner. Also, dann fange ich mal an. Demonstrationen sind seit jeher Bestandteil der Geschichte. Sie zeigen den Regierenden, dass die Bevölkerung unzufrieden ist und sich etwas verändern muss. Ja, okay. Also, ich fange nochmal an. Also, Demonstrationen sind seit jeher Bestandteil der Geschichte. Sie zeigen, dass die Regierenden eine falsche Arbeit machen und dass die Bevölkerung unzufrieden ist. Am 4. Oktober 1989 versammelten sich rund 5000 Menschen in Dresden, um für ihre Freiheit zu kämpfen. Das ist der Beginn der Montagsdemonstration gewesen, welche ein wichtiger Bestandteil der friedlichen Revolution von 89 waren. Auch heute gehen wir auf die Straßen, um für unsere Freiheit zu kämpfen. Wir demonstrieren jedoch nicht für die Wiedervereinigung Deutschlands oder für einen Mauerfall, sondern für ein freies und unabhängiges Internet. Wir haben es bereits geschafft, über 100.000 Menschen dazu zu bewegen, für ihre Ideale einzustehen und der Politik zu signalisieren, dass wir unzufrieden sind. Wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit, in der sich Dinge kontinuierlich verändern. Veränderung liegt in der Natur der Dinge und gleichzeitig erzeugen diese Veränderungen im ersten Moment Ängste und Ablehnung in etablierten Systemen und Strukturen. Doch es liegt auch in der Natur der Dinge, dass sich diese Veränderungen früher oder später durchsetzen. Wer hätte vor 40 Jahren gedacht, dass das Internet heute in dieser Form existiert? Eine Reform des Urheberrechts ist zwingend notwendig, genauso wie eine gerechte Entlohnung der Creator, der Verlage und der Anbieter. Das haben wir zu keinem Zeitpunkt in Frage gestellt. Wir sind hier, weil wir eine gerechte Entlohnung aller fordern und weil wir keine Upload-Filter dulden, weder heute noch morgen noch in Zukunft. Das jedoch meiner Meinung nach traurigste an der Debatte rund um Artikel 13 ist der Umgang mit den Kritikern. Öffentlich werden diese belächelt, deformiert und mundtot gemacht. Man bezeichnet uns als Bots und schlimmer noch als gekaufte Demonstranten. Große amerikanische Unternehmen sollen uns bis zu 450 Euro bieten, damit wir auf die Straße gehen. Es ist ein Armutszeugnis, dass jene Politiker, welche sich seit mehreren Jahren das fehlende Interesse der jungen Generation für Politik beklagen, nun wo es soweit ist, uns nicht ernst nehmen und über unsere Köpfe hinweg entscheiden. Ich bin sehr enttäuscht darüber, wie wichtig wir einigen Politikern sind. Ich komme mir vor wie damals auf dem Schulhof, als ich zu den älteren Schülern gehen wollte und sie mich mit der Aussage, geh weg, das ist nur was für Große, beiseite geschoben haben. Aber aus dieser Enttäuschung heraus gibt es für uns neue Möglichkeiten. Wir sind die Zukunft Deutschlands. Wir werden in den kommenden Jahrzehnten die Möglichkeiten haben, etwas zu verändern. Veränderungen kommen jedoch nicht von irgendwoher. Veränderungen beginnen mit einer Entscheidung. Mit der Entscheidung, etwas zu unternehmen. Trefft die Entscheidung, etwas zu unternehmen. Trefft die Entscheidung, Deutschland zu verändern. Trefft die Entscheidung, wählen zu gehen. Denn jede Stimme, die nicht abgegeben wird, ist eine Stimme für die Parteien, die uns nicht ernst nehmen, die uns offen deformieren, denen wir egal sind. Jede nicht abgegebene Stimme geht damit automatisch an die konservative CDU, CSU, an die SPD und auch an sämtliche rechtspopulistischen Parteien hier in Deutschland. Dazu sagen wir Nein, denn das sind nicht die Ideale und Überzeugungen, für die wir hier einstehen. Ich appelliere an euch, nutzt euer Stimmrecht. Heute, morgen und auch in Zukunft. Ich appelliere auch an die Politiker.
Berlin und im EU-Parlament. Fangt an, die junge Generation ernst zu nehmen. Ihr wurdet nicht gewählt, damit ihr auf den Friday for Future Demonstrationen lediglich auftretet und das Engagement der Schüler lobt. Ihr wurdet gewählt, damit ihr aktiv die Interessen aller Deutschen vertretet. Und dazu gehören nicht nur die großen Lobbyverbände, sondern auch wir Jugendliche. Fangt an, eure Wahlversprechen einzuhalten. Fangt an, euren Job zu machen. Bedenkt bitte, wir sind eure zukünftigen Wähler. Wir werden uns daran erinnern, wie man uns behandelt hat. In 10, 20 und auch noch in 30 Jahren. Und wir werden uns ganz genau überlegen, wem wir unsere Stimme geben. Das ist keine Drohung, das ist ein Versprechen. Ja, also ich bin so ein halber richtiger Politiker. Ich bin Fraktionsvorsitzender von den Linken im Römer. Ich habe eine piratige Vergangenheit. Ich bin 2010 mal bei den Piraten eingetreten, 2014 wieder aus und habe mit Julia Reda zusammen für das Europaparlament kandidiert. Und sie ist reingekommen und ist auch gut so. Sie macht da eine großartige Arbeit und sie hat wahnsinnig viele Leute bewegt und mobilisiert. Das muss man ihr wirklich zugute halten. Aber als ich so mich für die Demo vorbereitet habe und diesen Pulli aus dem Schrank gekramt habe, dachte ich mir so, verdammt nochmal, wie oft muss ich denn noch dagegen demonstrieren, dass das Urheberrecht verschärft wird? Also das ist gefühlt in den letzten 10 Jahren eigentlich ständig gewesen. Und der Punkt ist ja, es geht gar nicht um die Urheberinnen und Urheber, die sind weiterhin genauso arm wie vorher. Es geht um die Verleger. Es geht um die, die damit Geld verdienen. Und vielleicht so ein paar wenige Urheber, also Dieter Bohlen baut sich ein neues Haus, so in dieser Richtung. Aber die meisten haben ja überhaupt nichts davon. Gleichzeitig kämpfen wir hier um unser kulturelles Erbe. Die Urheberrechte wurden immer wieder verlängert. 1998, die meisten von euch waren da noch gar nicht geboren, 1998 wurde in den USA, wurden die Urheberrechte von 50 Jahren auf 70 Jahre verlängert. Das ist die sogenannte Lex Disney, weil halt gerade solche großen Lobbyisten wie Disney oder die Beatles immer dann, wenn ihre Rechte auslaufen, werden sie halt mal wieder verlängert. Von 50 auf 70 oder in manchen Ländern der Welt sogar schon 120 Jahre. Das sind aber nur die allerwenigsten Dinge, die davon profitieren. Also nicht jeder ist die Beatles, ja. Die meisten, die heute irgendwie Musik machen, die diese Upload-Filter verhindern sollen, die meisten, die diese Musik machen, deren Titel sind vielleicht ein paar Monate populär, aber selbst bei Filmen, die heute im Kino laufen, die Vermarktungszeit liegt bei 2 bis 3 Jahren und danach interessiert sich keine Sau mehr dafür. Damit kann man auch kein Geld mehr verdienen. Aber die sind dann halt leider für die nächsten 70 Jahre aus unserem kulturellen Erbe verbannt. Die werden nicht mehr neu aufgelegt, man kann nicht mehr drauf zugreifen, sie sind im Internetarchiv nicht vorhanden. Das sind einfach Dinge, die zu unserem Erbe dazugehören, auf die wir keinen Zugriff mehr haben. Darum geht es auch bei dieser Geschichte. Gleichzeitig verhindert das auch die kreative Nutzung, wenn es heißt, es geht um Kreative. Also ich bin auch DJ in einer nicht Mainstream-Musikrichtung und da ist Sampling total angesagt. Also es gäbe viele Musikrichtungen heute gar nicht, hätte man vor 20, 30 Jahren nicht ordentlich noch samplen können, ohne sich irgendwie um Lizenzen zu kümmern für einen Riff, der 8 Töne umfasst. Und so, ja okay, wir sind jetzt hier ein paar hundert Leute, es waren 100.000 auf der Straße, aber das, damit wir ernst genommen werden, der Vorredner hat es gesagt, heißt es auch, wir müssen politisch Macht entwickeln. Wir müssen wählen gehen und mal so in Frankfurt die Wahlbeteiligung bei der letzten Europawahl von 18- bis 24-Jährigen lag bei knapp 30%. Während die über 65-Jährigen war die Wahlbeteiligung bei über 50%. Und solange das so ist, solange die jungen Leute nicht wählen gehen, interessiert
das, was euch interessiert in der Politik, ein Scheißdreck. Also von daher, ob das jetzt für das Klima ist oder für das Internet, es müssen mehr Leute zur Wahl gehen und auch dann eben, klar, junge Leute wählen eher nicht die CDU und damit ihre Stimme erheben. Und es müssen aber auch mehr Leute sich aufstellen lassen für Wahlen. Ihr müsst selber Gesicht zeigen. Ihr dürft euch nicht mehr von anderen repräsentieren lassen im Parlament. Ihr müsst selber in die Parlamente gehen, weil nur dann könnt ihr am besten eure Rechte dort vertreten. Und es sind noch viel zu wenig junge Leute, die in diesen Parlamenten sind. Im Stadtparlament, das gefühlte Durchschnittsalter ist ungefähr 70, ja. Ich find's unfair. Ich find's unfair einfach, dass sie uns einfach unsere Meinung wegnehmen. Ich find's unfair, dass wir einfach überhört werden. Wir sind die Zukunft. Wir sind die, die sie irgendwann wählen wollen. Und ich finde es total unfair von denen, uns einfach zu überhören. Danke. Hi, warum lassen wir Leute, die keine Ahnung vom Internet haben, über unsere Rechte im Netz bestimmen? Das Internet ist für uns alle Neuland. Ja. Warum lassen wir Leute, die keine Ahnung haben, wie es ist, als Frau seine Tage zu haben oder wie es ist, schwul zu sein in einer öffentlichen Gesellschaft, über unsere Rechte bestimmen? Warum dürfen Leute, die keine Ahnung haben, wie es ist, darunter zu leiden, über unsere Rechte bestimmen? Warum haben sie das Recht dazu? Was gibt ihnen das Recht, über uns zu stehen und zu sagen, hier, das dürft ihr posten, da dürft ihr heiraten, den dürft ihr lieben, so dürft ihr euch zeigen? Was gibt ihnen das Recht dazu? Gar nichts! Genau! Wenden wir uns nun an Schweden. Dear Sweden, we need to talk about the European Union's copyright reform and the decision to pass it in the European Parliament. We heard that your representatives mostly voted against the copyright reform. We are truly thankful for this decision. We heard about the protests in Sweden in cities like Stockholm, Malmö and Göteborg. I think Swedish and German protesters want the same, to save the internet. We want to save the internet with a petition against the copyright law, which has been signed by 5 million people. About 250,000 protesters took to the streets in Europe. German politicians lied, offended, and mocked on the protesters. We need your help in Europe. We want to save the internet. The problem is not copyrights per se. The problem is the copyright directive. We agree with you that we need better copyright laws in Europe. But we don't need one that will probably be used to restrict freedom of speech. We want to save the internet without overblocking, censorship, upload filters, lobbying, and fake news going against the creators and protesters. But that is what we get from our representatives in Germany. We got overblocking, because big companies want to keep their money safe and avoid fines. Censorship, because upload filters cannot decide between parodies and copyright infringements. Upload filters, because there's no other way to implement Article 13. Lobbying, because publishers and big companies have influenced politicians. Fake news, because the European politicians and our force have made reports about the protesters that are not accurate. We want to save the internet. We are the generation internet. And we want to create content freely and under fair conditions. We need more security for content creators. We want to watch our YouTubers without copyright strikes. Small content creators like us want to reach people through our content to grow and flourish and bring fun and maybe even earn a bit of money. We want to film our crazy cats and dogs. But we also want to document war, injustice and exploitation and inform the world of it. We want to save the internet without a German solution. Instead, we need a new European agreement. If only one European country is affected by this copyright law, we all are not free. Germany cannot determine the European policy on its own and bypass the upload filters. Therefore, help us to stop
the European copyright reform, reject this law in the Council of Ministers, and convince other countries. Let us fight side by side. Article 13 is complicated, expensive, and censorship. Wir will sorgen det på svenska igen. Help us at stoppa upphovsrättsorden. Vi behöver din röst i ministerrådet och övertyga andra stater. Kämpa med oss sida vid sida. Artikel 13 är komplicerad, dyrt och förhandscensur. Und wie die Maus sagen würde, das war schwedisch. Quis custodiet ipsos custodes? Ist das Deutsch? Ja. Gleich. Man schreibt diesen Satz gerne Platon zu, aber eigentlich stammt er vom... Nee, nicht griechisch. Es war der römische Poet Juvenal. Einige kennen ihn vielleicht eher in der englischen Variation aus einem Film, der dieses Jahr 10 Jahre alt wird. Who watches the watchman? Wer bewacht die Wächter? Und ich muss immer wieder an diesen Satz denken, weil er hat 1900 Jahre lang überlebt, aus dem einen Grund, weil eine zentrale Wahrheit immer noch in ihm steckt. Wer passt auf, dass die Menschen, denen wir Macht geben, diese Macht nicht auch missbrauchen? Und wenn ich mir ansehe, was die Politiker und was die Presse in den letzten Wochen und Monaten getan haben, dann muss man diese Frage heute erst recht wieder stellen. Wir haben gesehen, wie Politiker 200.000 Demonstranten auf den Straßen ignorieren. So viele Demonstranten, wie seit dem Mauerfall, habe ich gehört, nicht mehr auf den Straßen waren. Wir haben gesehen, wie die Presse alles Mögliche auffährt an Propaganda, um im eigenen Interesse diese Reform voranzubringen. Mit Kritikern wird nicht geredet. Es wird nur auf sie herabgeredet. Sie werden ignoriert. Sie werden als Bots, als Mob, als Kinder, gekaufte Protestanten und ich habe gehört, im Osten der EU sogar als Verschwörungstheoretiker und Nazis bezeichnet, weil sie für die Freiheit im Internet einstehen. Und ich frage mich heute auch immer wieder, wer bewacht die Wächter? Wer gibt Acht auf die Leute, die eigentlich dazu beauftragt sind, unsere Demokratie am Laufen zu halten mit den Gesetzen? Wer gibt Acht auf die Presse, die eigentlich die Aufgabe haben sollte, das Volk frei zu informieren über das, was passiert, damit sich jeder eine eigene Meinung bilden kann, damit jeder vernünftige Entscheidungen treffen kann. Aber das ist besonders zu diesem Thema in den letzten Wochen und Monaten nicht geschehen. Denn die Pressefreiheit scheint offenbar da zu enden, wo die Interessen der Presse anfangen. Das heißt Ahoi! 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 Das, ich sage mal ganz kurz ein paar Worte auf Deutsch und dann wechsle ich auf Englisch und am Ende habe ich noch einen tschechischen Einsatz. Unbedingt. In Tschechien, wie ihr wisst, sind die Piraten viel größer als in Deutschland. Die sind dort eine dritt- oder zum manchen Regionen zweitstärkste Kraft, stellen in Prag den Oberbürgermeister. Und das ist auch nicht ein Erfolg von nur gestern, sondern ein kontinuierlicher Erfolg der letzten Jahre. Die werden immer größer und immer wichtiger. Und kandidieren jetzt auch natürlich für Europaparlament und laut Umfragen kommen mit 4 Sitzen aus Tschechien für die Piratenpartei ins Europaparlament. Und als solches ist die tschechische Politik natürlich viel sensibilisierter für die Themen, die wir mitbringen und voraussichtlich wird Tschechien auch gegen die Urheberrechtsrichtlinie im Europarat stimmen, so wie auch schon fast alle tschechische Abgeordnete im Europaparlament abgestimmt haben. So, I have some words in English, so for Czech. So, I googled, sorry, my Czech is very bad. So, moje vznašedlo je pne uhoru. Děkuji. This, it should be like, hello.
but okay. So we thank the Czech Republic for its clear stand against this copyright reform that is running on the streets of Europe. And we also know that was also, even that you are against it, that you also support this protest, and you had a lot of street demonstrations in the Czech Republic in multiple cities. And we really thank you for your support and the solidarity. And we hope that together we can stop it in the EU Council next week. Thank you very much. Děkuji. Liebe Volkszone, so nennt Axel Voss uns, die hier alle heute versammelt haben. Diese Aussage ist allerdings alles andere als korrekt. Herr Axel Voss nennt uns nämlich Bots. Doch die Frage ist natürlich, ob Bots auch zu einem Radau machen können, wie ihr hier alle. Also macht mal Radau! So, erstmal zu einer Vorstellung. Ich bin von der Partei der Humanisten und heiße Tim Tuller. Ich bin auch YouTuber und deswegen betrifft mich das natürlich auch ein wenig hobbymäßig übrigens. Doch wer mich kennt, sollte hier mal schreien. YouTuber? Nein? Okay. Weiter. Ich störe mich enorm an dieser Reform des Urheberrechts. Ein kleiner Creator wie meinerseits hat eben keine Unternehmen oder Lizenznetzwerke hinter sich stehen. Das tut sehr weh. Durch diese Reform kann ich sehr viele Konzepte leider nicht mehr kreativ ausleben. Neben diesen typischen Lifestyle-Videos mache ich auch Politik-Videos und Anime. Letzteres ist leider sehr schwierig in Zukunft. Das Problem ist, eine Review oder eine Topliste, die kann ich in Zukunft eigentlich wahrscheinlich getrost. Diese kann ich wahrscheinlich in Zukunft getrost sein lassen. Denn wenn ich nicht mal mehr Kritik, Lob oder etwas zu diesem Titel sagen kann, ist es doch verlorene Zeit. Hallo Frankfurt again! Danke! Nochmal, na danke, dass ihr an einem Samstag hierher in die Stadt gekommen seid. Ich glaube, das sechste Mal innerhalb von den letzten drei Wochen. Wir haben natürlich kein Leben und deswegen sind wir immer hier. Genau, nein, natürlich ist das nicht die Erklärung. Die Erklärung ist, dass wir wütend sind, dass wir wütend sind, wie mit unseren Grundrechten umgegangen wird. Wir sind Menschen, wir sind Bots, hat man gesagt. Und wenn wir Bots sind, sind wir Ehrenbots. Weil wir Samstag hier rausgehen. Wir sind etwas weniger, weil die Leute auch teilweise die Hoffnung verlieren. Weil die denken, was kann man jetzt eigentlich noch so machen? Was nützt es, wenn das Ding doch im Europaparlament schon beschlossen worden ist und wenn wir gesehen haben, dass die Politiker nicht zu ihrem Wort stehen? Wir haben gesehen, dass die SPD umfällt und sagt, wir sind dagegen, aber wir stimmen dafür. Dass die CDU sagt im Koalitionsvertrag, wir lehnen Uploadfilter als unverhältnismäßig ab, aber wir müssen dafür stimmen. Dass sie sagen, wir sind eigentlich total dagegen, weil in der nationalen Umsetzung der Richtlinie werden wir das so machen, dass keine Uploadfilter kommt, dafür eine Zwangslizenzierung bei den Verwertungsgesellschaften und alle sind zufrieden und froh. Aber das sind wir nicht, weil wir wissen, es gibt kein deutsches Internet. Das Internet ist ein Internet, das gilt in ganz Europa, das gilt in ganz Deutschland, das gilt in ganz Frankfurt und sogar bei der CDU. Aber das wissen sie scheinbar noch nicht. Weil das Problem ist folgendes. Die Zwangslizenzen lösen kein Problem. Die lösen kein Problem der Urheberrechte. Die lösen kein Problem der Urheber. In der CT, beziehungsweise in der Heise-Zeitschrift, gab es jetzt einen Erlebnisbericht von einem Redakteur, der beruflich Videos macht und diese auf YouTube einstellt. Und Heise Verlag hat dafür sogar eine Rundfunklizenz bekommen müssen 2016,
weil die Leute sagen, ja, ihr sendet regelmäßig, ihr seid sowas ähnliches wie Rundfunk, also müsst ihr eine Rundfunklizenz haben. Ich weiß nicht, es hat noch ein paar andere YouTuber erwischt, die dann für in Deutschland eine Rundfunklizenz beantragen mussten. Das zeigt eigentlich schon, dass die Leute nicht so wirklich verstanden haben, was Internet, und denken immer noch, das Internet ist sowas ähnliches wie Fernsehen, nur irgendwie verteilt oder so. Aber jedenfalls, er hat gesagt, wunderbar, es kommt jetzt diese Richtlinie, es kommen die Zwangslizenzen, die angekündigt, dann möchte ich doch mal bitte auch Mitglied in so einer Verwertungsgesellschaft werden und partizipieren an diesem Geld, was verteilt wird. Klingt logisch. Und er hat also angerufen bei VG Bild und wir haben gesagt, ja, machen Sie jetzt Standbilder oder Bewegbilder? Also Fotograf also nicht, sind YouTube-Livestreams. Hat gesagt, ja, das sind Bewegbilder. Hat gesagt, nee, sind es nicht. Bewegbilder, was wir meinen, das sind Spielfilme. Das sind vielleicht Reportagen, aber das sind keine Livestreams. Und auch trotz aller Nachfragen hat es nicht möglich für ihn, sagte, Mitglied zu werden bei der VG Bild. VG Bild Film. Weil sie sagen, wir sind gar nicht zuständig für YouTube. Nichtsdestotrotz ist es dafür vorgesehen, dass eben diese Zwangslizenzen von YouTube dann eben an VG Bild und auch GEMA und andere gehen werden. Und jetzt fragen wir, warum eigentlich, wenn die Künstler doch gar nicht beteiligt sind an diesem System? Die Antwort ist einfach. Die Lobby möchte gar nicht die Künstler schützen. Die sagen das nur. In Wirklichkeit möchten sie die eigenen kapitalistischen Interessen an den Verwertungsgesellschaften und großen Verlagen schützen. Ich habe ein anderes Beispiel. Ich habe im Vorfeld der Demo, sind ja sehr korrekt, na? Wir zahlen ja hier GEMA-Anmeldung, reichen die Liste der Lieder ein, die wir gespielt haben, sind alles Freimusik. Also vorhin hat er gesagt, wenn hier Musik gespielt wird und das Video geblockt wird, haben wir ein Problem, ja, aber meldet euch bei den Organisatoren, wir haben die Liste, diese Lizenzen, die wir haben, wir können das wieder freischaufeln. Ne? Und ich habe vorher gesagt, okay, ich möchte gerne ein Lied hier hören, wer hat uns verraten, Sozialdemokraten von Marc-Uwe Kling, das ist jetzt kein freies Musikstück, also habe ich aber den Verlag von Marc-Uwe angeschrieben und gesagt, wir würden gerne das hier spielen und ob er uns nicht eine kostenlose Lizenz geben würde. Und Marc-Uwe ist auch ein Ehrenmann und hat uns eine Lizenz gegeben. Vielen Dank, Marc-Uwe. Und warum hat er das gemacht? Er ist ja Urheber. Man könnte denken, der Mann ist da wirklich einer der Bestseller-Autoren in Deutschland. Warum gibt er eine Demonstration, die gegen sich das Urheberrechtsreform wendet, warum gibt er denen eine kostenlose Lizenz und unterstützt die? Wegen dem Artikel 16, bingo, 100 Punkte hier vorne. Ja, so viele Waschmaschinen gewonnen, wie ich sie tragen kann. Yeah. Also, was heißt das gegen Artikel 16? Gegen Artikel 16, das ehemalige 12 in der Entwurf, sieht vor, dass eine Verlegerbeteiligung wieder eingeführt wird. Die wurde in Deutschland 2016 vom Bundesgerichtshof als ungültig und als illegal und sittenwidrig eingestuft. Und jetzt wird es gesetzliche Grundlage geschaffen, dass die Verlage an den Erlösen der Autoren die Hälfte verdienen dürfen, auch wenn die gar nicht mit dem Buch zu tun haben. Abzocke! Danke!